So, neues Video, meine Freunde. Guck mal, in der Kack. Wisst ihr, was das Schwierigste dabei immer ist? Wie ich das Intro beginne. Ich würde euch liebend gerne jetzt schon erklären, was euch in diesem Video erwartet. Aber das Einzige, was ich jetzt weiß, es geht um eure Spenden. Ihr habt mir wieder Geld gespendet. Und dann fangen wir auch direkt mit der allerersten Spende an. Die kam jetzt vor über einem Monat, wo ich in Deutschland war. Und lieber Frank, also deine Anmerkungen, deine Spenden, alles drum und dran und auch deine E-Mail, mega geil, das feiere ich so extrem. Ich habe tatsächlich in Deutschland gefilmt, wie ich mir den Döner bestelle, wie ich mir den Kaffee bestelle, wie ich ihn esse und habe mich da dabei bei dir bedankt. Aber leider finde ich die Videodatei nicht mehr. Aber dafür siehst du jetzt, wie ich deinen 1000 Liter Tank auffülle. So, lieber Frank, vielleicht erinnerst du dich, bevor ich nach Deutschland bin, war der Tank bis hierher aufgefüllt. Und mein Kollege hat vergessen, den Hahn zu schließen und alles leer. Und jetzt habe ich gerade 100 Liter eingefüllt oder 125. Und damit kommen wir auch zur nächsten zwei Spenden, die ich euch schon letztes Wochenende gezeigt habe. Ausgegeben. Und jetzt muss ich in meinem Budget bleiben. Ich habe 15 Euro von euch gespendet bekommen. Einmal 5 Euro und einmal 10 Euro. Und dafür holen wir jetzt die elektrischen Kabel für das Photovoltaiksystem. Daumen drücken, dass es nicht so teuer wird. So, hat nicht ganz gereicht, 16,32 Euro und leider hatten die auch nur 4 mm. Und diese ganz dicken Kabel, um Batterien zu verbinden, hatten die gar nicht. Also, ja, schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Die nächsten zwei Spenden von Tim und Timo mit der Bedeutung, mit dem Hinweis auch noch, wofür du es brauchst, war eine perfekte Beschreibung, weil in dem Moment wollte ich das Photovoltaiksystem installieren. Und mir ist aufgefallen, das komplette System, das ich jetzt im Moment habe, ist alles von euch finanziert worden. Und somit könnt ihr auch damit passiv den Content bestimmen. Und wenn ich ganz pingelig wäre, bei der 15-Euro-Spende habe ich 16,32 Euro ausgegeben. Und deswegen war das sehr optimal, dass eine 1-Euro-Spende kam. Die hat es dann perfekt abgeglichen. Und die Person, die das gespendet hat, hat auch diesen Kommentar hinterlassen. Und ja, absoluter Volltreffer, geile Idee. Und dein Kommentar mit dem 1-Euro-Spende hat tatsächlich jemanden motiviert, mir 3,30 Euro zu spenden. Ich blende euch die Spende mal hier ein, weil er hat mal wieder eine richtig geile Bemerkung dazu geschrieben. Und woran ich da als allererstes dachte, weil das heißt ja irgendwie, wir werden beschenkt mit so vielen Pflanzen und Bäumen, wie wir noch brauchen. Und da gibt es auch ein Vermerk von, ein Zitat von Jürgen Steiner, das habe ich aus dem Buch von Wolfgang Dieter Störl. Alles, was du zum Leben brauchst, wächst vor deiner Tür. Ich habe ja auch die geile Buchspende bekommen, Grün Essen. Dort wird nochmal verdeutlicht, dass die stärksten und größten Tiere alles nur Grasfresser sind. Sowas wie ein Bulle oder ein Elefant, ein Nilpferd. Das sind alles Vegetarier und Veganer. Und deswegen muss auf jeden Fall ein guter Ansatz kommen. Und dann kommen wir jetzt auch zur höchsten Spende diesen Monats. So, lieber Thomas, jetzt geht's an deine Spende. Du hast mir 32,60 Euro gespendet. Schon mal geil, 2,60 Euro kann ich dann benutzen für die Gebühren hier. Und mit der Bemerkung, dass es für Wasser ist, aber ich habe die Spende gerade bekommen, wo ich mein Wassersystem fertig bekommen habe. Deswegen, ich hoffe, es ist okay, wird es jetzt ins Photovoltaiksystem investiert. Das heißt, ich gucke jetzt hier nach richtigen Stromkabel. Leroy Mellon sollte das haben und dann gucken wir mal, wie weit wir mit deinem Budget kommen. Kleiner Fail. Wir haben ja einen Haufen Elektrosachen, aber das ist alles für Hausinstallation. Das heißt, das sind die dünnen und festen Kabel. Und in der Photovoltaikabteilung kann man nur komplette Systeme kaufen. Kabelsuche geht weiter. Also Thomas, deine Spende geht dann doch nicht ins Photovoltaik. Es kam wieder eine neue Spende rein und zwar auch für das Wassersystem. Ich zeige es euch beim nächsten Spendenvideo mit dem Hinweis für anspruchsvolle Gäste. Sehr, sehr geil, weil das ist mein Ziel hier. Ich will zum einen die Dusche ausbauen und ich denke, hier mache ich dann so einen kleinen Waschbereich, so kleine Tische. Und dazu bräuchte ich noch Wasserleitungen. Außerdem bin ich jetzt auch dabei, den ganzen Gästebereich umzugestalten. Hier war vorher der Spülbereich, dort will ich jetzt das Solarsystem installieren. Das heißt, für den neuen Wasserbereich haben wir jetzt ein Budget von 82,60 Euro. Und dann kommen wir auch zur nächsten Spende, wieder von Max. Vielen, vielen, vielen Dank mit der Bemerkung, gönn dir was. Und diesmal hatte ich eine Idee, dass ich mir wirklich was gönne und euch einfach mal mitnehme auf den Jahresmarkt, zu dem ich immer einkaufen gehe.
Und leider gab es ein paar Tonschwierigkeiten, aber ich blende es euch trotzdem ein. Es war so, so schön, endlich mal wieder auf diesem Wochenmarkt gewesen zu sein. Also als ich nach Portugal bin, war das meine normale Samstagroutine. Ich bin jeden Samstag hierher und hier kann man echt alles kaufen. Man kann mit den Gärtnern reden, man kann sie fragen, wie das angebaut wird und so weiter. Es ist immer saisonal und organisch, also echt wunderschön. Und dann kam eine Spende von der lieben Manuela. Vielen Dank. Die erste weibliche Person, die mir jetzt hier gespendet hat. Vielen, vielen Dank. Dein Paket ist gerade angekommen. Ich habe gestern schon eine Sequenz. Deine Spende ist gerade angekommen. Ich habe mir hier ein Bauteil geholt, weil das werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich habe das jetzt hier mal provisorisch angeschlossen, mein Photovoltaikmodul. Aber es gibt eine große Besonderheit. In 2 Tagen übermorgen, am Montag, kommt mich mein erster YouTube-Follower besuchen. Richtig, richtig geil. Das heißt, am Anfang des Videos habt ihr gesehen, wie ich meinen neuen Stellbereich fertig gemacht habe. Das heißt, ich werde dann dort mit meinem Auto wohnen. Er kriegt hier den Zelt, er kriegt den kompletten Bereich. Und wir schließen dann zusammen das Wassersystem an von euren Spenden. Ultra geil. Das ist wie ein Traum, der für mich wahr wird. Mit euch Zuschauern, euch als Community hier jetzt wirklich reale Zeit zu verbringen und auch mit euch zusammen, mit euren Spenden, das alles zu genießen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie das jetzt weitergehen soll mit den Spendenvideos. Ich werde meinen Fokus jetzt auf jeden Fall wieder auf das autarke Leben richten. Ich denke, das nächste Video wird jetzt noch hier beim Gästebereich über das Wassersystem. Ich will für dieses Photovoltaikmodul ein Dach bauen und so weiter. Also jetzt fängt wieder wirklich das Off-Grid und autarke Leben an. Weil ja, diese Videos sind jetzt nicht allzu spannend. Ich werde weiterhin Spendenvideos machen, aber das wird dann kein Samstagvideo, weil da will ich euch jetzt wirklich wieder richtigen Off-Grid und autarken Content liefern.